Gut. So, wo müssen wir jetzt reingucken? In die Kamera, ne? Nein, eben jeweils in der eigenen. Okay, aber wenn wir uns vorstellen. Wenn wir uns Okay, vorstellen. ja, dann du beginnst. Ja, ich bin Jan-Gülü Seebeck, ich bin Landesvorsitzende von den Grünen in NRW. Tim Achtermeier, auch Landesvorsitzender der Grünen NRW, und heute beantworten wir eure Fragen. So. Legen wir los. Darf ich beginnen? Ja, klar. Okay. NRW 2040, wie sieht unsere Mobilität aus? Also Mobilität 2040 muss vor allem ein gutes Angebot für alle Personen darstellen, die ja, sich frei fortbewegen möchten. Das heißt, die Mobilität muss bezahlbar sein, sie muss barrierefrei sein, die Leute müssen sicher Fahrrad fahren können, sie sollten ja, Bus und Bahn fahren können. Bus und Bahn muss pünktlich kommen, muss zuverlässig sein. Muss ohne Worte, so finde ich die Politik von Markus Söder. So. Ein stilles Mehr habe ich nicht. Nicken. Ein stilles Leiden. Beschreibe NRW in drei Worten. Nicht in Vielfältig. drei Buchstaben. Okay. NRW. Vielfältig. Innovativ. Solidarisch. Das ist schön, ja. Wie möchtet ihr die grüne Jugend unterstützen und die gemeinsame Zusammenarbeit gestalten? Ja, also die Grüne Jugend, mega cooler Jugendverband. Also falls ihr noch nicht Mitglied seid und unter 28, tretet mal ein. Ich glaube, wir haben super viele tolle Projekte vor, die wir gemeinsam in den nächsten Jahren angehen werden. Und freue mich auf die sehr stachelige Zusammenarbeit mit der Grünen Jugend. Das wird sie, glaube ich, schon. Gut. Bitte schön. Mögt ihr Würste? Großartige Frage. Ich habe dich erwischt beim Currywurst-Essen, also ja. Das stimmt. Ich esse auch gerne Currywurst, ja. Und mehr sagen wir dazu nicht. Dein Lieblingsort in NRW ist nicht Bonn. Ach, ist Bonn meine Heimatstadt, wo ja immer noch am schönsten ist. Bei dir ist es wahrscheinlich auch Wuppertal, Ja, oder? Ja. natürlich. Was anderes dürfen wir jetzt gar nicht sagen. Wir könnten es tauschen, theoretisch. Du Bonn und Ich ich, nee, ich finde Bonn und du. Wuppertal wahnsinnig schön. Ich mag Bonn auch sehr gerne. Wenn deine politische Haltung ein Emoji wäre. Bekomme ich aber auch echt interessante Fragen. Meine politische Haltung ein Emoji wäre. Das weinende, mit dem weinenden Augen. Das grüne Herz. Grüne Herz, Ja. oh. Der Smiley mit den Herzen drumherum, also der Care-Emoji. Ohne Worte, wie geht es euch heute? Ich habe jetzt fast westfälisch geantwortet. Was ist Heimat für euch? Heimat ist für mich da, wo ich willkommen bin, wo ich mich wohlfühle, wo ich mein Umfeld auch kenne, wo ich das mitgestalten möchte, wo ich verwurzelt bin. Eine Heimat ist einfach etwas, das hat nichts mit Pass zu tun oder mit, also mit Nationalität nicht oder hat auch nicht mit Geburtsort oder sowas zu tun, sondern finde ich, das ist so ein bisschen Gefühl. Heimat ist für mich auch so ein bisschen, wo man mit guten Freunden und Familie kocht. Dann, wenn du das machst, dann bist du in der Heimat, egal wo du gerade Ja, bist. sehr gut. Du kochst? Ich koche, ja. Also manche sagen gut, ich würde das teilen, aber es gibt da bestimmt noch andere Meinungen. Welchen von den Erneuerbaren ist euer Favorit? Ich bin immer ein großer Solarfan. Echt? Ich Ja. bin absoluter Windkraft-Fan. Also Windkraftanlagen, wenn ich da drauf gucke, dann, also auf diese Windturbinen, habe ich immer so ein beruhigendes Gefühl. Es beruhigt Bist mich du auch so irgendwie. ein Nordsee-Fan? Ja. Okay, gut. Ich bin Das dann gehört eher. irgendwie dazu, Bei ne? mir ist es eher der Bodensee, deswegen, okay, das passt dann aber. Genau. So, wie schwer ist es, Familie, Beruf und Politik unter einen Hut zu bringen? Jaskelö. Genau, die Frage ist für mich tatsächlich gerade ganz passend, weil ich habe eine kleine Tochter, die ist etwas über 3 Monate alt jetzt. Und die kommt tatsächlich mit mir immer mit ins Büro. Also sie ist nicht besonders laut, oder? Nee, Also mega. Überhaupt nicht. ganz ruhiges Ja. Baby zum Glück. Also es ist natürlich nicht einfach. Ich habe jetzt die eigene
eigene Erfahrung gemacht, dass es für mich eigentlich ganz okay war, weil ich eben so viel Unterstützung auch durch mein eigenes privates Umfeld hatte. Aber es gibt halt viele einfach, die diesen Support oder diese Unterstützung einfach nicht haben. Zum Beispiel alleinerziehende Mütter oder Väter oder auch junge Eltern, andere, die ja voll berufstätig sind, auch gleichzeitig, dass die natürlich irgendwie die Gelegenheit haben können, auch Politik zu machen, also an Terminen teilzunehmen, an Veranstaltungen teilzunehmen, auch selber, also Mandate zu haben, das finde ich unglaublich wichtig. Hättest du die Frage auch beantworten? Da ich jetzt kein großes Familienleben bisher geplant habe, bist du da die bessere Ansprechpartnerin, um das zu beantworten. Worauf freut ihr euch am meisten, neue Projekte? Also ich freue mich am meisten darauf, durchs Land zu touren, mit den Menschen zu sprechen, die uns gewählt haben, die unsere Mitglieder sind, aber auch die nicht unsere Mitglieder sind und die uns nicht gewählt haben, und da neue Impulse aufzunehmen und da eine Kommunikation zu fahren, die in beide Richtungen geht. Also nicht nur wir senden die ganze Zeit was und wissen gar nicht, wie das eigentlich in der Realität ankommt, sondern auch immer so den Realitätscheck zu machen. Mhm. Und auf die Reisen durch dieses wunderschöne Bundesland freue ich mich sehr. Wie kommt ihr zu den Grünen? Ich kam über den Bildungsstreik zu den Grünen, der damals gegen die Studiengebühren und für die Abschaffung der Studiengebühren war. Und so bin ich irgendwie dann durch Umwegen bei den Grünen gelandet und geblieben. Also über meinen Arbeitsplatz. Ich habe nach dem Studium bei der Heinrich-Böll-Stiftung gearbeitet und da dann sehr viel Kontakt gehabt zu vielen Grünen und habe gemerkt, so, das ist genau meine Richtung, meine Politik. Und dann wollte ich auch Mitglied werden. Also für alle, Heinrich-Böll-Stiftung mal angucken, haben sehr coole Programme und auch ein cooles Stipendienprogramm. Genau. So, Hashtag Schleichwerbung. Was machst du in deiner Freizeit? Kinderbetreuung. Ich reise sehr gerne, aber während Corona war das nicht wirklich möglich und jetzt eben auch mit dem kleinen Baby noch nicht. Also sobald es dann wieder geht, vielleicht auch mit dem 9-Euro-Ticket nach Sylt. Sehr gut. Ja, ich war ja in meinem Fitnessstudio, das habe ich mir eisern vorgenommen, habe es auch bis kurz vor der Wahl durchgehalten, dann ist es rapide eingebrochen. Jetzt gehe ich nur noch ab und an laufen und ansonsten, ja, lesen. Ohne Worte, unser Vielfaltstatut finde ich. Mega. Ohne Worte. Ach so, ja gut. Vervollständige. Klimagerechtigkeit ist für mich? Dass jeder auf einem Planeten leben kann, der noch lebenswert ist und dass auch nicht nur die Leute im globalen Norden noch gut in ihren Regionen leben können, während in anderen Regionen der Klimawandel komplett zuschlägt, sondern dass wir alles tun, also vor allem der globale Norden, um halt den Klimawandel aufzuhalten, Okay. Damit es für alle okay ist. So, wird NRW bei einer Abstimmung im Bundesrat für die Legalisierung stimmen? Geht das mit der CDU? Wann bubert's legal? Also mit Legalisierung gehe ich davon aus, dass die Legalisierung von Marihuana, also von Cannabis gemeint ist. Wir werden uns natürlich als Landesregierung im Bundesrat dafür einsetzen, wie wir die Legalisierung gemeinsam denken können mit Gesundheitsschutz und Prävention. Es braucht natürlich eine Bundestagsmehrheit, die kriegen wir durch die Ampel. Es braucht eine Bundesratsmehrheit, da brauchen wir NRW. Die CDU ist ja nicht so der größte Fan von Cannabis im Gegensatz zu uns. Und deswegen werden wir jetzt auch gucken, dass wir bei den Verhandlungen zur Bundesratsabstimmung auch nochmal alles in die Waagschale werfen, um da ein progressives Ergebnis hinzubekommen. Also wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Gut. So, sind wir fertig? Ja, danke euch. Danke euch. Danke. Woher kam die Würstefrage? Von Social Media. Die haben wir nicht ausgedacht. Ich meine, das ist unfassbar, ey.